Ja, hallo ihr Lieben, wir kommen jetzt zur nächsten Seite, zur fünften von unserem Fotoalbum. Wir haben ja jetzt schon einige Seiten fertig und ich möchte jetzt, wie gesagt, mit euch die fünfte Seite machen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an. Dies wird jetzt ein Fensterschiebemechanismus. Der ist gar nicht mal so schwer. Ihr müsst dafür auch nur drei Papiere haben. Das heißt, ihr braucht nicht ganz so viel wie von den anderen Sachen. Und zwar braucht ihr einmal ein großes von 18,5 x 14 cm. Dann ein mittleres von 12 x 16 cm. Und ein kleines von 14 x 9,5 cm. So, wir fangen auch mit dem großen direkt an. Und zwar, dadurch, dass ich jetzt die helle Unterseite habe, nehme ich sie natürlich zum Anzeichnen. Wir müssen jetzt erst einmal auf der kurzen Seite uns jeweils 2 cm abmessen. Die markiere ich mir jetzt einmal so. Die sind gleich für den nächsten Schritt sehr wichtig. So, jetzt muss ich einmal mein Bastelmesser haben, weil ich kriege das einfach nicht so genau hin mit meinem Schneidebrett. So, und zwar legen wir dann, oder lege ich jetzt zum Beispiel, das Lineal an. Und jetzt müsst ihr ganz genau aufpassen, einen Schnitt machen, und zwar von 2 cm bis 16,5 cm. So, das ist die erste Seite und das gleiche machen wir dann auf der zweiten Seite auch. Also, ich muss etwas besser festhalten. Von 2 bis 16,5. So. Heißt, ihr habt dann im Endeffekt, das einmal so, ne, dass ihr das so aufgeschnitten habt. Das brauchen wir für den Schiebemechanismus. So, dann brauchen wir das 12 x 16 cm Papierchen. Die lange Seite anlegen. Ach, ich habe das, wie gesagt, selber noch nicht gebastelt. Ich muss noch mal gerade ganz genau nachlesen. Kleinen Augenblick, ich hole euch gleich wieder zurück. So, jetzt habe ich mich schlau geguckt. Wie gut, dass man immer noch Spickmöglichkeiten hat. Also ihr nehmt das Blatt von 12 mal 16 cm. Legt euch das hier. Oder besser gesagt, markiert das. Bei 8,5, das heißt die Mitte. So. Hier markiere ich das auch noch, sonst haben wir es nachher schief. So. Und dann legt ihr das an. Und jetzt müsst ihr, je nachdem, ob jetzt mit der Schneidemaschine oder ob ihr das auch mit, wie ich, mit dem Bastelmesser macht, das von Anfang bis 11 cm runterschneiden. Das heißt, dass das dann, jetzt muss ich gerade gucken, dass das dann so ist, ne? So. So, und dann muss ich nochmal schauen. Nein. Genau. Und zwar müsst ihr dann
euch das Trägerpapier nehmen und dies hier. Und dann müsst ihr eine Hälfte durch die Schnitte von dem Trägerpapier schieben. So. So rum oder das andere? Ja, das bleibt sich gleich. Also so müsst ihr das dann durchschieben, ne? So, dass ihr eine Hälfte dann unten durch habt und eine Hälfte liegt dann dementsprechend oben drauf. Dann braucht ihr einen Tesastreifen. Den könnt ihr euch am besten noch einmal halbieren. Ich habe jetzt einen relativ breiten. So. Und dann habt ihr ja hier diese offene Seite. Die, da klebt ihr jetzt über dieses Stückchen hier den Tesastreifen, dass das dann halt wieder so geschlossen ist. So, als nächstes. So, jetzt ist mir natürlich der nächste Fehler unterlaufen. Also habe ich das nochmal rückgängig gemacht. Also wir haben jetzt hier unsere Stücke. Ne? Dann hatten wir ja dies hier. Und jetzt legt ihr das einmal über Kopf, dies auch. Und schiebt das dann, das eine Stück, einmal unter das Papier in dem ersten Schlitz und bei dem anderen wieder drunter her. So. Und dann nehmt ihr euer Klebestreifen. Wie gesagt, ich schneide ihn wieder ein bisschen schmaler. So. Und dann klebt ihr die beiden dann zusammen. Noch nicht schmal genug geschnitten. Ich klappe das jetzt einfach so um. So, dass ihr das jetzt so habt. Dann nehmt ihr einen Stanzer. Ich nehme jetzt hier so einen Kreisstanzer. Und ich stanze hier einen halben Kreis weg. Das heißt, dass ich so ein Stück habe, wo ich das auch wieder rausziehen kann. So. Weil dann habe ich nämlich hier so ein Stück und daran kann ich das dann rausziehen. So, dann nehme ich dies hier, das kleine, und schiebe das von hier hier drunter. Also so, dass das hier drin ist. Was ihr natürlich machen könnt, ist das mit ein bisschen Kleber festzukleben. Na, dass ihr das erstmal bestempelt hier, dieses andere Stück, was dann hervorkommt, das dann alles hübsch macht. Mal gucken. Irgendwie bin ich mit dem noch nicht zufrieden. So, also ihr macht das dann ein bisschen hübsch. Und dann müsst ihr das festkleben, dass das hält. Und dann könnt ihr das immer mal so schieben. Es hält jetzt natürlich nicht, weil ich es nicht festgeklebt habe, ne? Dann könnt ihr das so hin und her schieben. Und könnte man da zum Beispiel ein kleines Bild reinmachen. Hier oben könnte ein Bild drauf. Und da könntet ihr auch ein Bild reinmachen. Ja. Das mache ich jetzt. So, jetzt war gerade einmal mein Akku leer von der Kamera und die ist mir dann ausgegangen. So, auf jeden Fall habe ich jetzt gesagt, klebe ich jetzt erstmal dies hier fest. Die Deko kommt ja nachher später mit euch. Wenn wir das Album fertig haben, gehen wir ans Dekorieren. Da braucht ihr jetzt auch nicht viel Kleber nehmen.
weil das bleibt ja eh, wird das nicht bewegt. Ich nehme jetzt da einen kleinen Streifen und hier einen kleinen. Ich nehme aber trotzdem das, das Sticky Tape, weil es ja doch trotzdem schon halten soll. Ne? Jetzt ziehe ich von der ersten Hälfte den Kleber runter, die Schutzfolie. So, gucke, wie ich mir das platzieren muss. So, dass das dann auch schön gerade ist. So. Dann ziehe ich einmal den Mechanismus raus, ziehe dann an dem anderen Stück das Sticky Tape ab, die Schutzfolie ab, so, und klebe das dann auch fest. So, und dann habt ihr diesen Fensterschiebemechanismus. Was, ihr könnt hier jetzt zum Beispiel auch noch wieder einen Charme dran machen. Das werde ich gleich auch machen. Ich habe so Schutzringe besorgt, dass das nicht durchreißt, das Papier. Das werden wir jetzt auch noch machen. Aber zuallererst kleben wir uns das mal in unser Heftchen. So, und da müsst ihr nämlich jetzt zum Beispiel auch genau aufpassen. Ihr dürft kein zu breites Klebeband nehmen, weil ihr ansonsten das nicht mehr richtig rein- und rausziehen könnt. So, jetzt versuche ich das so ein bisschen mittig. Das ist zu breit, das andere ein bisschen zu schmal. Ja, das hier ist gut. Dann nehme ich hier das Sticky Tape. Mache dann, damit das gut hält, hier einen Streifen. Dann mache ich noch hier einen Streifen. Bei manchen Mechanismen denkt man sich, wenn man die so irgendwo sieht, boah, die sind mega kompliziert. Aber wenn man sich genau damit befasst, so schwierig ist das gar nicht. So, und dann noch hier ein Streifen. So. Gut, ich habe jetzt bei dem hier jetzt zum Beispiel auch mehrmals mal nachgeguckt, bei Susi macht's einfach. Weil das schon vom Denken her ein bisschen komplizierter ist, dieses Teil. Aber ihr wisst ja, ich bin ein bisschen chaotisch. Wir sind halt alle keine Profis. Wen es stört, dass ich nicht perfekt bin, der kann sich auch ganz gerne einen anderen YouTuber suchen, wo er das gucken kann. So, dann haben wir hier die nächste Seite. Ja, und dann nehmt ihr das. Am besten richtet ihr euch nach den nach den Außenseiten, wie weit ihr das kleben könnt. Wäre ja schade, wenn ihr das zu weit nach außen klebt, ne? So. Dann schön andrücken. So. Schon seht ihr. Ja, ich habe es noch nicht ganz perfekt, glaube ich. Es hakt irgendwo. Vielleicht ist das Papier auch einfach zu dünn. Also so könnt ihr dann... Nee, ich habe irgendwas habe ich verkehrt gemacht. Naja, wie gesagt, ich bin halt nicht perfekt. So, jetzt nehme ich mir hier
2 Schutzringe, diese Ausreißschutz. Erst messe ich mir noch einmal hier das Ding aus, wo das hin muss, dass wir dann auch die Mitte haben. Die Mitte ist 6 cm. So. Das gleiche, ich halte es jetzt etwas gegen das Licht, dann weiß ich, wo ich das auf Rückseite kleben muss, wo ich das anzeichnen muss. So, und dann nehme ich mir jetzt hier diesen Schutzring und ich hoffe, ich bin noch im Bild so ein bisschen. Also ich habe den da jetzt drüber geklebt, ne? So, das gleiche mache ich jetzt noch auf der Rückseite. So, dann haben wir das ein bisschen verstärkt. Dann nehme ich meine Pinzette und steche da ein Löchlein rein. So, dann wollen wir einmal gucken, ob ich einen schönen Charme finde. Dann wollen wir mal gucken, gucken. Wieder so was Schönes, Kleines. So, dann ich habe hier mal so einen süßen Delfin rausgesucht. Nehmen wir den mal. Dann nehme ich hier. Ihr könnt natürlich auch anderes Band nehmen. Ne? Ihr müsst nicht so ein dünnes Nylonband nehmen. Jeder so, wie er das gerne haben möchte. Ich möchte nur nicht allzu viel dicke Bänder da drin haben. Also mache ich das mit dem Nylonbändchen. Ach, falls ihr euch gefragt habt, was für ein Maß dieses, das Album selber hat, das spielt im Endeffekt so keine große Rolle. Wenn ihr ein etwas kleineres macht, also ihr habt ja immer so die Seiten von den Trägerpapieren, darauf solltet ihr das dann auf jeden Fall abstimmen. Aber ihr müsst jetzt nicht unbedingt ganz penibel drauf achten, oh Gott, jetzt muss das darf so und so nur und... Ihr könnt euch das auch alles umrechnen. Das heißt, wenn ihr ein kleineres macht, müsst ihr das halt alles ein bisschen kleiner abmessen. Ne? So. Jetzt muss ich das einmal da durchkriegen. Ich meinen Charme, hänge den da dran. Und dieses Nylonband ist ein bisschen störrisch. Weil das so starr ist. Also das Nylonband ist richtig starr. Wenn wer wirklich da Probleme mit hat, man kann auch so ein ganz normales, schlichtes Schleifenband nehmen. Ne? Also ihr müsst kein Nylonband nehmen. Ich nehme es nur, weil ich das nicht unbedingt so voll haben möchte. Kennt ihr das, wenn es so Tage gibt, wo nicht so funktionieren möchte, wie ihr das wollt?
stimmt, oder? Schreibt mir das mal in den Kommentaren, ob das so ist bei euch auch. So. Dann haben wir das da dran. Habt ihr da jetzt diesen kleinen süßen Charme dran? Nehmt vielleicht doch ein ganz, ganz dünnes Klebeband, Sticky Tape, dieses ganz dünne. Dann wird das bei euch auch nicht hängen bleiben, so wie bei mir jetzt. Ich finde es nicht schlimm. Bisschen hängt es hier, aber das ist für mich selber ist das nicht tragisch. So, das war dann die Seite 5 mit dem Fensterschiebmechanismus und wir sehen uns dann wieder, wenn wir die Seite 6 machen. Bye bye!